Weiter geht's, meine Lieben, mit einer neuen, wunderschönen Folge Subnautica. Was habe ich denn hier? Ich kann hier noch Knollbaum essen, aber das will ich gar nicht. Wir wollen uns erstmal hier auf dieser Insel umschauen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier rein, weil es war so ein schöner Anlegeplatz hier. Und, ja, sieht auch schön aus, aber ich gehe mal erstmal an Land, die Landregionen abchecken. Was ist das hier? Lithium habe ich, glaube ich, noch nicht so oft. Salz nehme ich auch mal mit. Aua. Gold, uninteressant. Gold. Ich kann hier gar nicht. Aua! Okay, doch, da geht's drüben weiter. Oder? Ja, was ist das hier? Hm. Komisch. Ich glaube hier, ich gehe mal außen rum. Ich gehe einfach mal außen rum. So, nehmen wir noch ein bisschen Lithium mit. Davon haben wir nämlich nicht allzu viel. Ein Diamant? Habe ich auch schon einige gefunden. Die sind... Boah, wie das hier ruckelt irgendwie. Wahnsinn. Noch mehr Lithium. Das liegt hier einfach rum. What the... Alter, was ist denn das? Das muss... What? Okay. Alter, ich... Nee. Ich habe gerade die Aurora repariert. Was ist das? Boah, fuck you. Ist ja ein scheiß großes Teil hier. Alter. Krasser Sheet. Krasser Sheet. Hier liegt violettes Tafelfragment. Das habe ich vorhin schon gar nicht gescannt. Jetzt kann ich vielleicht doch langsam aber sicher was damit anfangen, ne? Tafel einsetzen. Scheiße, ich habe keine Tafel dabei. Ich weiß aber, dass ich eine gefunden habe. Oh, shit. Oder? Nee, fuck. Fuck, die habe ich vorhin weggeräumt. Kann ich da nicht so rein? Nee. Scheiße, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich check mal hier alles ab. Ich check jetzt hier erstmal alles ab, weil es gibt bestimmt auch von unten, das scheint auch unter Wasser zu sein. Das werde ich mal checken. Das werde ich auf alle Fälle mal abchecken. Boah, Alter, das wird wieder eine Folge. Was ist hier los? Was erfahren wir hier alles? Was kriegen wir hier alles mit? Was ist das? Das geht in den kompletten Berg rein. Was ist das für ein Monstrum? Krass. Was ist das für ein Teil? Ist ja der Wahnsinn. Aber ich kann hier nirgends rein, oder sonst? Ist ja auch komisch, sonst wäre der ja auch nicht zu, gell? Nee, ich glaube, da komme ich nirgends rein. Okay. Gut, also wir haben jetzt zwei Varianten. Entweder ich erkunde jetzt, also die erste Variante für mich selber ist jetzt erstmal, ich erkunde die Insel. Mach jetzt als erstes. Dann springe ich mich in die Motte und fahre da mal unten rum und schau mal, was da so los ist. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar interessante Informationen, weil hier sind auch überall diese Säulen, was irgendwie ein bisschen aussieht wie so eine Art Lichtsäulen oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man damit nichts anfangen. Die kann man auf alle Fälle, den kann man mal folgen. Mal schauen, wo wir da rauskommen, weil... Das führt uns auch irgendwie hoch auf den Berg. Sieht man ja auch ganz deutlich. In dem Berg, es sind eindeutig Leuchten. Ja, hier auch. Oh ja, die gehen sogar an, wenn man dran vorbeiläuft mit Bewegungsmelder. Sehr praktisch. Lithium. Das ist auch nochmal Lithium, oder? Ja, Lithium. Hier geht es auch nochmal hoch. Ich hole mal kurz hier den Stuff. Lithium. Da schwebt noch ein bisschen Lithium. So, die haben wir noch nie gescannt. Machen wir noch schnell. Und gescannt. Gold. Scheiß auf Gold. Was bist denn du für ein Viech? Eigentlich solltest du doch im Wasser sein, oder? Ne, da fliegen voll viele rum davon. Ich glaube, das gehört sich so. Und Unmengen an Lithium. Unmengen. Gold. What the fuck? Alter, was ist das denn hier jetzt? Ionenwürfel? Woher soll ich denn jetzt einen Ionenwürfel haben? Alter, schaut aus wie Stargate. Was kann ich... Ach, fremder Bogen. Kann ich sogar scannen? Okay, fremder Bogen. Gut, keine Ahnung, was das sein soll. Soll mir jetzt auch erstmal im Moment egal sein. Ich will ja schließlich noch weiter erkunden hier. Schauen, was hier unten noch ist. So, auf jeden Fall nochmal ein Durchgang. Hier ist Schluss, so wie ich das sehe. Aber da geht's doch rüber.
Was haben wir hier? Salz, oder? Ja, kann ich vielleicht doch eher mal gebrauchen. Noch mehr Lithium. Ich stopfe mich jetzt einfach mal voll mit Lithium und Salz. Weil ich glaube, das siehst du hier nicht so oft. Lithium ist, glaube ich, schon recht selten. Obwohl, naja, jetzt weiß ich ja, wo es ist. Muss ich zugeben. Jetzt weiß ich, wo Salz und Lithium ist. Alter, was für Mengen. Krasser Scheiß. Krass. Diamant. Den nehme ich mit. So viel habe ich von denen noch nicht. Komm her, Diamant. So, gehen wir da runter. Sind wir dann doch wieder relativ weit unten. Und wo ist die Motti? Doch recht weit weg. Krass. Hier sind einfach Unmengen an Rohstoffen. Boah, Leute. Wenn ihr mal Rohstoffe sucht, kommt hierher. Lithium, Salz, Gold, Diamanten, alles hier am Start. Wahnsinn. Noch mehr Lithium. Und noch mehr Lithium, aber ich kann nicht mehr tragen. Geht einfach nicht mehr. So, jetzt gehe ich mal zur Motte. Ich kann natürlich noch oben drauf gehen irgendwie, aber ich sehe hier jetzt keinen wirklich normalen Standard. Ach, ach, nein, ernsthaft? Hau ab jetzt. Verpiss dich, Junge. Stirb. Wo ist der andere? Hä, Spacko? So, ich glaube, ich entsorge mal ein Lithium und nimm dafür die Tafel mit und dann gehe ich doch da oben rein. Scheiß mal ganz kurz auf den anderen Checkpoint, was ich durchgehen wollte, weil ich habe gerade eben noch eine Tafel gefunden. Sehr praktisch, aber ich glaube, ich bin sogar richtig hier. Schaut gut aus, auf jeden Fall gehe ich in die richtige Richtung. Ja, definitiv. Passt, läuft, sitzt, wackelt und hat Luft. Den Bogen haben wir auch schon gefunden, wo ich ehrlich gesagt jetzt schon gar nicht mehr weiß, wo der war. Oh shit, egal. Da lang muss ich. Denke ich. Ja, ja, ja. Hier schwebt wieder Lithium. Ist es normal, dass hier so viel ist? Ist es echt normal? Ich habe keinen Plan, ehrlich. Ist so viel. Das ist Wahnsinn. So, hier sind wir wieder draußen. Okay, und hier können wir zum Energieimpuls latschen. Ah, oh, diese Karotten-Dinger da. Hier geht's auch nochmal runter. Ah, okay. Ach, da muss ich wahrscheinlich sogar lang, ne? Weil ich bin jetzt oben. Genau, ich bin jetzt oben. Ach, da ist noch eins. Da ist noch so ein violettes Dingens. Habt ihr es gesehen? Und da ist noch eins. Gleich mal geiern. Lithium, verpiss dich. So, sorry. Scheiß aufs Lithium. Ich hol die violetten Tafeln. Nice. Okay, ich muss doch nicht zurück. Leute, das ging schon mal nicht in die Hose. So, Fallschaden. Scheißegal, war nicht schlimm. Halt, da wollte ich ja gar nicht hoch. Ich muss ja runter. So. Okay. Hier geht's auf alle Fälle wieder runter. Da muss ich wieder hoch, um das nächste violette Fragment da zu finden. So wie es aussieht, werden wir es öfter benötigen. Was schwebt denn hier schon wieder? Achso, das ist schon wieder so ein Vogelfisch. Ein Vogelfisch. Hä, da bin ich doch vorne dran vorbeigestiefelt, oder? Und hab das einfach übersehen? Eiskalt? Egal, ich hab's ja jetzt. Ich hab's. Okay, no, da will ich nicht runterfallen. So, ist okay. Ach toll, und trotzdem kriege ich Fallschaden. Was für eine Kacke, habe ich Wasser dabei? Natürlich nicht. Okay. Tafel einsetzen. Kraftfeld ist aus. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Okay. A background message is being broadcast throughout this facility. Partial translation available. Message reads, warning, unidentified craft in orbit of this planet will be destroyed. Prevent. Okay. Ich glaube, dass dieses Gebäude was mit dem Absturz der Aurora zu tun hat. Unknown language. Attempting translation. Tu es. Übersetze. Passiert da was?
Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Okay, ich muss in den tieferen Bereich. Ich bin hier. Was ist das hier? Ach, das ist so ein Ionenwürfel. Da kann ich das Stargate wahrscheinlich aktivieren damit. Oh, ich hätte ihn vielleicht vorher scannen sollen. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Alter. Was für ein krasser Bau hier. Wahnsinn. Endgeil. So, jetzt kann ich ihn scannen. Komm schon. Und. Mops! Planetare Geologie. Okay. Gut, neue Database. Schema der Vollstreckungsplattform. Diese Stelle, was? Mehrdimensionalischen Schema zu bilden. Durch die Abbildung des Musters im dreidimensionalen Raum ist es möglich, für eine interne Funktionsweise diese Einrichtung ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Energie. Das Schema zeigt die Einrichtung, die von separaten, selbsttragenden Kraftwerk angetrieben wird. Muss irgendwo anders sein. Steuerung. Okay, gut. Wir werden hier auf jeden Fall weiter forschen, was es hier denn eigentlich so gibt. Auf jeden Fall. Was ist das denn hier? What? Oh, oh Gott. Alter, was? Was bist du? Ist das ein Aufzug? Ein topmoderner Aufzug? Okay, ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Ich hab sogar drei. Hallo. Oh. Oh. Ah, okay. Höchstwahrscheinlich geht's da doch von außen noch rein. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Die Motti ist nämlich jetzt ganz schön weit weg und ich bin hier aber fast bei 300 Meter Tiefe. Also wir hätten so oder so, wenn wir hier runter müssten, vorhin die Aurora müssen, beziehungsweise dieses Upgrade-Modul irgendwie herstellen oder so. Hätte auf jeden Fall gesein musst. Oh, hier ist noch so ein Ionenkristall. Nehme ich da auch nochmal mit. Was haben wir denn hier Schönes? Hier geht mir so schönes Licht an. Hier ist noch ein Stargate. Okay. Safe. Hier ist auf jeden Fall noch ein Stargate. Oh, scheiße. Was tut das Stargate mit uns, hä? Und hier kann jetzt... Siehst du mir die ganze Zeit, ich soll weiter runter. Jetzt bin ich sehr weit unten und jetzt muss ich wieder hoch? Really? Was passiert hier? Oh, da hinten rechts sehe ich was Lilanes. Kann ich da noch so ein Fragment oder so ein Dingens geiern? Kann ich es geiern? Inventar voll. Ich weiß jetzt, wo Unmengen davon sind. Kann ich es nicht raushauen? Ich kann es nicht raushauen? Ernsthaft? Okay. Ich habe noch eine. Ich weiß, dass hier noch eine ist. Ich habe auch noch eine. Stressfrei. Und da können wir jetzt mal schauen, ob wir überhaupt noch eins brauchen, weil ich kann hier in diesen Räumlichkeiten einfach nichts wegwerfen. Also es geht nicht. Es funktioniert nicht. Na, dann schauen wir doch mal rein, wenn er hinter dieser Tür liegt, der Kontrollraum. Ach du Scheiße. So. Erstmal so rumchecken. Was bist du hier? Alter, was ist das? The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Okay, der Planet steht unter Quarantäne. Wegen dieser grünen, giftgrünen Pünktchenkrankheit. Habe ich das jetzt so richtig verstanden, oder? Information recorded to data bank.
Okay. Also tatsächlich gibt es noch mehr von diesen Bauten. Ich wollte gerade eben schon fragen, ob es hier wirklich mehr gibt. Ja, es gibt wohl wirklich mehr von diesen Bauten. 800 Meter südwestlich von diesem Bau. Ja, scheiße. Ja, da scheißt mir doch mal jemand an, ey. Ja, Wahnsinn. Seuchenforschungseinrichtung. Okay, wir brauchen definitiv bald diese hässliche Fahrzeugmodifikationsstation, dass wir unser Tauchupgrade upgraden können. Definitiv brauchen wir das. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Und. Piu! Oh, das ist schon geil. Also so einen Aufzug würde ich schon auch mal machen. So einen Antigravitationsaufzug wäre schon richtig nice. Oh, wäre der geil. Oh, was denkst du, die Eier schweben in der Luft? Das ist doch ein Traum. Ehrlich, das wäre mega cool. Okay, ich muss wieder raus. Irgendwas brüllt mich hier an. Und ich kann mal schauen, ob ich in der Insel jetzt noch dieses Portal aktivieren kann. Würde mal interessieren. Würde mich interessieren, ob das geht. Warum tut er immer so, als würde er schwimmen? Irgendwie da unten hat er ein Problem. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Okay. Ich gehe jetzt auf jeden Fall Richtung Ausgang und anschließend schaue ich nochmal, ob ich das Stargater in den Berg zum Laufen bringe. Ich weiß noch nicht wie, weil ich habe zwar diese Ionenkristalle, die sie benötigen, und ich komme auch bestimmt ohne Probleme hoch, aber ich habe keinen Plan, wo das war. Irgendwo im Berg drin. Ja, stimmt. Korrekt. Aber wo im Berg? Das ist ja, du mein Problem. Ich hau jetzt mal noch mal ein bisschen Lithium raus. Halt, das war der Diamant. Den nehme ich lieber mal mit. Da habe ich jetzt nämlich nicht so viele gefunden hier. Auch das Salz hau ich mal noch mal raus. So. Und jetzt schaue ich doch noch mal hier in der Seite hoch. Irgendwo war das Stargate. Irgendwo im Berg war das Stargate. Ich muss eigentlich nur den genau den gleichen. Oh, was für ein Mond, ey. Voll geil. Voll schön. Wahnsinn. Sehr gut. Okay. Wir folgen mal wieder der Leitung. Und ich denke, dass wir da auch vorhin so lang gelaufen sind. Genau, hier habe ich das Lithium abgegeiert. Und dann bin ich auf jeden Fall nach oben weiterhin gegangen. Musste ich ja. Ging ja nicht anders. Okay, da ist es. Gut, ich habe aber ich habe ein Ionenkristall. Ich verdurste zwar fast, aber schauen wir noch mal, was passiert. Open the Stargate. Soll ich es tun? Los! Oh, ich kann gar nicht durchspringen. Was passiert jetzt? What? Okay, ich werde irgendwo hingebeamt. Ich hoffe, da komme ich auch wieder weg von da, wo ich bin. Normalerweise müssen ja beide Seiten aktiviert werden, um Stargate. Ich hoffe, ich komme von der anderen Seite auch irgendwie wieder zurück. Bitte, weil ich habe Durst und. What? Wo bin ich? Wo zum Teufel bin ich? Ich bin jetzt auf jeden Fall in fremden Welten. Das ist sicher. Definitiv. Und was sind das für. Kein Scan nötig? Kein Scan nötig. Okay, es sind also bekannte Pilze hier auf alle Fälle. Das ist schon mal klar. Also muss es oder kann das hier gar nicht so weit weg sein eigentlich, oder? Sehe ich das so richtig? Ist es die zweite Insel? 1000 Meter? 2000? Ich sehe es nicht genau. Es muss die zweite Insel sein. Es muss die zweite Insel sein. Es besteht eigentlich keine andere Möglichkeit. Oder ist es die Insel jetzt? Nee, das ist die zweite. Tatsächlich. Das ist die zweite Insel. Ja, Wahnsinn. Okay, gut, wir gehen wieder zurück. War ja schon wieder Action genug für heute. Ja, brutal. Was für eine geile Scheiße. Aber wir müssen den Moonpool und die Fahrzeugmodifikationsstation jetzt einfach finden, sonst werden wir bald draufgehen.
Aber Leute, wenn euch dieser unfassbar geile Part... Aua! What? Das ging jetzt aber schnell. Okay, einmal benutzt scheint's ruckzuck zu gehen. Finde ich cool. Wenn euch dieser wunderbar, krass, geil, spannende Part richtig gut gefallen hat, dann tut mir doch auch was Gutes und liked, bis euch die Finger glühen. Mich wird's freuen. Wie immer, liken, abonnieren und kommentieren. Wir sehen uns dann. Macht es gut und ciao!